Danke, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich habe ein bisschen ein Déjà-vu. Populist und Putin-Freund kommt an die Macht und als erstes zerlegt er die unabhängige Justiz und beseitigt die Korruptionsbekämpfung. Und nein, wir reden ja hier nicht über Viktor Orban, sondern über seinen Nachbarn Robert Fico. Aber der benutzt das Playbook, um jetzt genau nach derselben Manier wie Viktor Orban eben in der Slowakei den Rechtsstaat zu zerlegen. Und danach folgt wahrscheinlich Korruption mit EU-Geldern. Wir könnten jetzt genauso reagieren, wie wir das bei Ungarn 10 Jahre lang im Grunde nicht gemacht haben. Besorgte Reden der Kommission, dann werden Briefe geschrieben, dann beobachtet man sehr aufmerksam die Situation vor Ort. Ob es hilft, ich wage es zu bezweifeln. Und man muss natürlich sagen, dass wenn Sie sich von Viktor Orban so erpressen lassen und jetzt ohne irgendeine Not 10 Milliarden Euro, also im Grunde das größte Bestechungsgeld, was je gezahlt wurde, mit EU-Geldern an Viktor Orban, Minuten im Grunde vor dem EU-Gipfel, dann mache ich mir schon erhebliche Sorgen, was das auch an jemanden wie Robert Fico für ein Signal sendet. Der kann doch daraus jetzt nur die Nachricht ziehen, volle Kanne weiter, ohne auch nur einen Moment innezuhalten. Es ist eine Katastrophe für den Rechtsstaat in der Europäischen Union. Es ist ein Desaster für die Slowakei, für Ungarn, für uns alle hier, wenn wir so mit dem Rechtsstaat in der Europäischen Union umgehen. Vielen Dank.